Ich lebe mitten drin, mitten in diesem Land. Mitten im mittleren Mittelland, mitten in dieser Zeit, mitten in diesem Leben, mitten in diesem Alltag, mitten unter diesen Leuten. Der Film ist ein Versuch, ein Bild der Schweiz zu zeichnen, so wie wir sie sehen und wie wir sie erleben. Also eine ganz normale, alltägliche Schweiz, aber die trotzdem überraschend ist, auch wenn sie vielleicht unspektakulär ist. Das Signal ist offen, die Suppe ist gut, die Zeit haben wir auch. Die Apfelleben leuchtet, die Türen sind zu. Nächster Halt ist Olten. Wir haben zusammen gesucht, was könnte ein gemeinsamer Nenner sein, haben uns geeinigt, wir gehen mal nicht in die geografische Mitte, aber ungefähr in die Mitte der Schweiz, das ist Olten. Olten ist der Eisenbahnknotenpunkt der Schweiz und von dieser Idee starten. Meine People-Seite ist die Welt. Mein People, das sind die, die ich persönlich kenne, die ich selber sehe und selber fragen kann, was los ist und wie es geht. Die Idee war eine Kombination zwischen Realität, Dokumentarfilm und einer literarischen Ebene zu kombinieren und dabei keine dieser Ebenen allzu stark zu bevorzugen, sondern dass sie in ein Zusammenspiel treten und eine neue Einheit, etwas, ein Ganzes entsteht. Mein People, das sind die, die mir begegnen oder ich ihnen. Die, die unterwegs sind, die unterwegs sind, zum Kaffee, unterwegs am Bahnhof, unterwegs zum Zug. Pedro Lenz ist ein Schriftsteller, der Mundartschriftsteller der Schweiz. Und was ich eben interessant finde, seine Muttersprache ist Spanisch. Und trotzdem ist er eben ein Mundartschriftsteller, der in der ganzen Schweiz bekannt ist. Molkereien, Schreinereien, Webereien, Färbereien, Druckereien, Fürstabteien. Und immer wieder auch ein bisschen Spreiereien. «This land is your land. I love Jessica» oder einfach nur «Fuck you». Überall sieht man Buchstaben. Wo man her schaut, Buchstaben. Buchstaben machen Wörter und Wörter machen Musik. Ich habe das Gefühl, seine Poesie ist auch vielleicht wie der Film dem Alltag gewidmet, den kleinen Dingen, den kleinen Leuten, eine Liebe zum Detail, nicht über die großen, abstrakten Themen zu sprechen, sondern über diese Themen zu sprechen, indem sie bei alltäglichen Geschichten festgemacht werden. Fötzeli, Flaschen, Fanta-Büchse, Plastik, Pepsi-Büchse, Papierli im Park. Lömer's liegen. Literweise, ladigeweise lassen wir alles liegen, lastwagenweise lassen wir es liegen, wie beim Lumpenlegen. Die Sondermülldeponie, ich hatte das schon mal als Filmthema für mich, aber das hat sich nie als ganzes Thema weiterentwickelt. Und als wir dann gesagt haben, wir suchen Geschichten, Orte, Personen, ist es wieder hochgekommen. Und weil dieses Gebäude sehr viele Leute kennen, weil es unmittelbar an der Autobahn ist, aber wissen nicht, was dort los ist. Gott sei Dank waren wir in geschlossenen Fahrzeugen. Das ist fürchterlich, oder? Also schon rein vom Eindruck, vom Staub, von wahrscheinlich auch vom Geruch. Wir waren ja nicht ausgesetzt. Der einzige Mann, der sich dort drin bewegt, ist der Darsteller Marcel Hotz, den man sieht. Und der ist in Schutzkleidung. Du bist der Mann im Mond. Aber dein Mond ist ein kleiner Mond, mitten im Kanton Aargau, ein paar Meter im Boden innen. Der Film hat natürlich ein Konzept, das war klar, aber nicht ein Korsett, wo von Anfang an klar war, ähnlich einem Drehbuch oder so, das bestand nicht. Es bestanden nur diese Geschichten, die ganzen Fragmente, die Zusammenarbeit mit Pedro. Und von dem her war das dann ein permanenter Prozess am Schneidetisch mit der Katharina Penti, eine Art die Bauleitung, hatte mit uns Zweien zusammen, immer wieder mit Pedro Lenz, einzeln dann mit der Zeit, war mal Enrique, mal ich im Schneideraum und so ist es über insgesamt 30, 35 Schnittwochen. Also es ist ein sehr langer Prozess. War's. Super Pass! Mein Leben ist fahren, Luft holen und etwas aus der Luft rausholen.
Und dann schon wieder fahren. Immer, immer fahren. Fahren und fahren und fahren. Mein Leben ist fahren. Ich weiß nicht, wohin er fährt, aber er hat einen inneren Antrieb, ganz klar, einen sehr starken inneren Antrieb. Er muss irgendwie, diese innere Maschine, die haben wir alle irgendwie. Wohin er geht, das weiß ich. Ich nehme an, er weiß es selber nicht.